Aber wir fahren jetzt nicht Monaco, weil da kannst du den BMW vergessen. Sonst müsste ich einen anderen Wagen nehmen. Also wir müssen nicht unbedingt Monaco jetzt haben, oder? Nicht unbedingt. Oder wolltest du unbedingt jetzt... War halt nur ein Vorschlag. Nee, ich habe mir jetzt den BMW ja noch zurechtgebaut und der ist fürs Handling von Monaco überhaupt nicht gedacht. Da hätte ich keine Chance. Strecke, mal gucken. Algarve, nee. Noah Brands Hatch. Nee, auf gar keinen Fall. Ah, okay, die kann man fahren, aber... Nee, lassen wir. Donington, Dubai, Fuji. Dann nehmen wir nochmal Hockenheim. Aber Hockenheim, gibt's auch noch die alte Hockenheim-Strecke. Ich war früher zur Formel 1 in der Ostkurve. Da war ich früher mit meinen Eltern zur Formel 1. Einen Moment, mal gucken, ob die drin ist. Short? Nein. Na, die wird, muss aber noch reinkommen. Die alte Hockenheim, die ist ja verkürzt worden. Die ging früher geradeaus durch in den Wald rein. Ja. Eine ganz lange gerade. Ja, genau. Da war ich ganz, ja, und ganz zum Schluss war die Ostkurve und da war ich mit meinen Eltern. So. Lobby erstellen. Wetter nochmal reinschauen. Eines gespeichert, ne? Ja, passt. So, dann lade ich mal den Manfred ein. Manfred. Ja, und den Eloka natürlich. So. Einladung an Icon. Manfred. So, noch eine Fluppe fürs Bier. So. Also der Kalender, den ich hier habe, der ist allererste Sahne. Eloka weiß das. Ist ein Insider. Deacon. Der Deacon. Ja, den werdet ihr wieder jetzt öfters auf meinem Kanal sehen. Hab mich sehr gefreut, mein Bester, dass du dir das Spiel gekauft hast. Ja, und der Kauf, wir sind nicht enttäuscht worden. Nur wie gesagt, die 2 habe ich halt ausgesetzt. Weil ja. Ich fand das, was ich so alles so gesehen habe, spielt mir da ja meine eigene Meinung. Aber was ich so gesehen habe, Gameplays etc. Sag ich persönlich halt, es ist eigentlich 1 zu 1 wie die 1. Oder fast 1 zu 1 wie die 1. Die 3 war doch schon was anderes wieder. So ein paar Neuerungen drin. Fühlt sich gut am Lenkrad an, auf jeden Fall. Ja, mit dem Lenkrad auf jeden Fall. Aber... Und klar, auch für Pad-Spieler hat es ja dann Vorteile. Du saßt mit Pad... Ja, ich müsste... erst rein, also... Ich fahr's momentan nur mit Pad. Ja. Das finde ich aber auch gut, weil nicht jeder hat ein Lenkrad. Ja, und bei ersten und zweiten Teil brauchtest du ein Lenkrad. Ja, oder du musst die Stabilitätskontrolle anmachen. Aber endlich können das auch mal Leute fahren, die nicht so viel Geld haben. Naja, sie müssen schon mal Geld haben für einen PC, aber wie gesagt, es hat sehr viele Vorteile, das Spiel. Wir warten, glaube ich, noch auf den anderen, auf den Manfred. Er hat mich gerade gefragt, ob wir noch mal fahren wollen. Ich kann es ihm nicht zurückschreiben. Ich wollte ihm eigentlich schreiben, dass es jetzt das letzte Rennen ist, aber wenn er nicht reinkommt, dann hat er auch keinen Bock mehr. So, jetzt sind wir im Level identisch fast. Du bist 37, ich bin 38. Und dann passt das doch. Nochmal einladen. Achso, er kommt. Moment. Nochmal einladen, bitte. Ja, und durch das Spiel kann man viele Freunde kennenlernen. So wie bei früher bei Gran Turismo oder Projekt Cars 1 auf der PS4. Ja, das war auch geil. Genauso wie bei Ghost Recon Wildlands. Wir sind immer
Vierertrupps gewesen. Ja. Alles Deutsche, das Spiel hat das selber gemerkt. Bei Wildlands war das ja so, der suchte immer deutsche Leute. Ja, dann hat man immer deutsche Leute bekommen. Genau, und so hat man sehr viele Leute kennengelernt. Ja, und so habe ich den Dicken kennengelernt und auch den Supporter. Einen Moment. Passwort von der Lobby? Und nicht mit Passwort. Nee, ist ohne Passwort. Kommt nicht. Doch. Nee, es ist ein Amerikaner drin. Das ist vielleicht verbuggt jetzt. Passwort, einen Moment, ich muss mal gucken. Einstellung des Host. Lobbyname Lobby. Nö, Passwort und Privatsphäre ist gar nicht. Kann ich hier nicht auswählen. Weil sonst wäre ja auch der Amerikaner nicht reingekommen. Ja. Ich mach's nochmal mit dem Zack. Wie heißt er? ZAOC. Oh, ja. Ja, und Gran Turismo 7 ist bestätigt. Der Button kommt gar nicht. Ja gut, ich kann ja jetzt nichts machen. Außer ihn einladen, aber es klappt nicht. Mach mal einfach Lobby nochmal. Gehen wir nochmal kurz raus, gehen wieder rein. Machen wir nochmal. Genau. Würde ich auch sagen. Der Amerikaner ist nicht so wichtig wie unser deutscher Manfred. Ich hatte mal einen Freund, der... Das ist eine geile Story, die ich jetzt erzählen kann. Ich hatte mal einen Freund, der heißt Manfred Schulz. Das ist der Vater von Christian Schulz. Ich heiße auch Christian. Und Christian Schulz hat bei Hannover 96 in der ersten Bundesliga jahrelang in der Abwehr gespielt. Und das ist der Vater von dem Sohn. Das war mein bester Freund. Ich bin St. Pauli-Fan und Manfred, der Vater von Christian Schulz, ist auf St. Pauli groß geworden. Der hat mich von HSV zum St. Pauli geführt. Ist der Vater von Bundesligaspieler. Er wohnt in Kiel. In Kiel bin ich geboren. Ich wohne da aber nicht mehr. So, Lobby erstellen. Erstellen. Einladen. Ja, aber er wollte nachher einen Fernseher von mir geschenkt haben und so. Ich so, da kannst du bezahlen, du hast genauso viel Geld im Monat wie ich und das wollte er nicht. Und irgendwann haben wir uns auseinandergelebt. Ja. Das ist wirklich der Vater von Christian Schulz. Könnt ihr mal googeln, Christian Schulz Bundesliga und der hat lange Jahre, der ist bestimmt immer noch aktiv, der hat lange Jahre bei Hannover 96 in der Bundesliga gespielt. Und der habe ich zum St. Pauli mitgenommen. Ja, da war ich 2-3 Mal natürlich auch auf dem Puff. Ja gut, das klappt jetzt nicht mit dem Zack. Es klappt leider nicht. Ich versuche es jetzt noch einmal und wenn es nicht geht, dann fahren wir es alleine. Oder wir warten. Vielleicht, weil Steam sagt, dass du Aufnahme spielst. Ja gut, ich kann die Aufnahme... Nee, das ging bei mir hoch. Steam das? Na also. Das ist egal, du kannst ja mehrere Spiele gleichzeitig spielen. Oder Programme starten jetzt. Oder? Oh, er hat jetzt dir auch eine Freundesanfrage geschickt. Er kann in der Lobby, kann er ja einfach auch so beitreten. Hier, Tikon, er hat hier gerade auch eine Freundesanfrage geschickt. Ja. Kannst du annehmen und dann kannst du ihm eine Einladung senden. Weißt du? Ja, oder? Mach das mal, ja. Nimm die Freundesanfrage an und... Okay. Ach, da ist er doch drin, wunderbar. Ah, sie ist wunderbar, läuft. Ja, dann fahren wir zu dritt, wa? Ja. Ja. Gut. Er fährt einen Toyota GT 86. Aber ein Punkt fehlt ihm. Die 99 gegen die 98. So, ein Allradwagen von Eloka, den Dicon, 2 Hecktriebler. Mal gucken, was ich mir da zusammengebastelt habe. Zusammengebastelt? Das ist ja das Schöne an dem Spiel. Das erste Projekt Cars mit Tuning. Das ist genial. Sozusagen Need for Speed Shift 3. Bloß realistischer mit Simulationsanmutung auch noch.
Ja. Und wenn ihr Simulation zocken wollt, spielt einen zweiten Teil. Ja, reine Simulation. Fast identisch, bloß. Ja, kann man ja auch den zweiten Teil weiter spielen, warum nicht? Es hat man beides. Männersprache. Mhm. Das Männersprache. Der Kalender schaut mich schon wieder so an. So. Deutsch-deutsches Duell in Deutschland. So, aber dich hole ich, Alter. Ja, aber ist Morgendämmerung. Ja, ich hab mal Licht angemacht. Ich auch. Oh, es wird so ein bisschen heller. 20-fache. Ja, ich glaube, jetzt kommt die Gerade. Viel Schwung mitnehmen. Oh, jetzt komme ich aber her. Ja, ist ziemlich ausgeglichen. Kommt auf die Bremsen an. Jawoll! Und jetzt Power bitte, Turbo hier! Na? Oh ja, sind hier einer neben mir? Nö. Nö. Und der BMW ist stark, Alter. Boah, der Mercedes drückt so weit raus. Boah. Aber gleich kommen wir ins Motodrom. Und da habe ich Nachteile. Er fährt sich Bombe, Alter. Oh, der Hubschrauber. Hubschrapp, schrapp, schrapp, schrapp. Ah, die Wurst, Alter. Diese Wolle hier, die... Die... Na, ich habe extra Hockenheim genommen. Ah, passt. Wer ist hinter mir? Ein Dekron, wa? Oder? Nee, 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 ich bin ganz hinten. Okay. Ich habe ja nicht umsonst Hockenheim genommen. Na, ich wusste schon, dass das passt. Die Mercedes BMW so weit raus. Erst ja, meiner liegt ja auch unter eine Tonne. Ding, aber den treibt es echt weit raus. Ja, deiner wiegt fast eine halbe Tonne mehr. Ja? Deiner wiegt eine halbe Tonne mehr. Und ich habe ihn jetzt auch auf Power aufgebaut. Und der hat Power. Oh, ein Ritter! Alter! Boah, das war ein harter. Böse, böse. Ich halte jetzt mein Maul. Weil dir geht's richtig um die Wurst. Und halt! So, jetzt wird's noch spannend. Bin nicht multitasking-fähig. Wenn ich sappel, ich kann nur mich konzentrieren auf eine Sache. Aber dennoch vernünftig. Jetzt halte ich das Maul. Böse. Aber jetzt kommen wir. Ja, ich fahr schlecht. Oh, er hat eine Strafe. Und tschüss. Nix da, Alter.
Nicht die Japsen-Karre hier auf dem ersten Platz, Alter. Obwohl ich nichts gegen Japaner habe. Das ist ein sehr, sehr spezielles Volk. Yakuza. Yakuza Premium. Habe ich eine Jogginghose von Yakuza Premium. Ich bin aber kein Yakuza und kein Kamikaze und kein Ninja. Aber die Chinesen und die Japaner, die mögen sich ja überhaupt nicht. Nee, ich mag die Chinesen auch nicht. Üble Diktatur. Oh, Hardcore. Na, ich bleib jetzt aber innen, Alter. Da hast du keine Chance. Ich lass dich hier innen nicht rein. Oh, ich kann da innen noch reinrutschen. Das macht er auch. Boah, da hat er mich... Ah, er hat eine... Komm! Oh, das wird ganz knapp. Komm! Oh! Ja. Oh. Ja, mich trägt's da mit dem Mercedes zu weit raus. Hätte also vielleicht doch den Lancer nehmen sollen, da wäre es vielleicht nicht ganz so. Nee, der Lancer ist auch nichts für die Strecke hier. Das ja, Handling. Das ist halt ein Tick hier langsamer, aber ich komme schneller um die Kurven. Denn eher der Skyline. Aber der BMW und der Toyota ist besser als Allrad hier. Allrad hat hier nicht viel Sinn. Auf Laguna zum Beispiel auf jeden Fall. Mhm. Ja, ja, dann suchen wir noch eine Abschlussstrecke, machen wir noch eine. Final. Auf jeden. Mhm. Ach, die Klassik ist doch mit drin, die komplette. Die ist einen daneben. Hockenheim Klassik. Oh, dann fahren wir die doch. Ja, mein Topspeed, da ist also hier könnte dein Mercedes besser sein. Hat vielleicht mehr Topspeed als mein BMW. Das ist Anne für sich früher die originale. Da steht ja auch Grand Prix. Die originale Hockenheim gewesen. Da ist die Formel 1 auch früher drauf gefahren. Bis sie sie verkürzt haben. Das ging richtig in den Wald hinten rein. Mhm. Nee, dass die jetzt bei Projekt Cars mit drin sein muss. Ja, und dann sind wir nachher zurückgegangen und dann fuhren die V12 Formel 1 ohne Elektro und den ganzen Blödsinn an uns vorbei. Und ich war noch ein kleines Kind. Das war sowas von laut. War geil. Ja, ihr seid bereit, dann bin ich auch bereit, ja? Ja, klar. Ah, okay. Ach, jetzt kommt da eine Ark wieder da. Ja gut, dann werde ich noch mal kurz Todesnudel Zeit geben. Toll, ich bin der einzige Mercedes. Ah, da kommt einer mit dem Ford Escort. Er ist 1600. Werde ich dir mal eine Freundesanfrage schicken. Werde ich jetzt immer machen. Und ich ihn nehmen an. Ach, das ist auch ein Deutscher. Guido, ich habe einen Cousin, der heißt Guido. Und den Nachnamen verrate ich natürlich nicht. Wenn der den Lancer nimmt, dann nehme ich vielleicht auch den Lancer. Aber ich und Guido glauben an Gott. Ich nehme auch den Lancer. Von allen in der Familie. Nur ich und Guido glauben an Gott. Aber er glaubt an Jesus Christus und ich glaube einfach nur so an Gott. Ich bin nicht religiös. Wenn wäre ich eher ein Buddhist oder ein Schamane oder ein Indianer. Ach, ihr seid ja schon bereit. Ich bin noch lange nicht breit mit zwei Bier.
Ach, ein Escort. Der Ami. Fahren Sie fort und kommen Sie nie wieder. Oder wie hieß der Spruch? Nee, wir fahren fort und er kam nie wieder. So, das wird interessant. Fast dasselbe Baujahr. Den Escort habe ich noch nicht in der Klasse fertig gemacht. Ach, da haben wir noch so viel Autos zu zocken. Nachher GT3 und sowas alles, Rennautos. Da geht noch eine Menge. Ja. Auf den Season Pass bin ich mal gespannt, was da noch alles reinkommt. 40 Autos vielleicht. Vielleicht auch neue Strecken, das kann auch sein. Am zweiten und ersten Teil war das so. Im Sale, im Herbst-Sale kann man sich das mal gönnen. So. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ja, man kann den Wagen natürlich auch tunen, wenn man das nicht verbietet. Könnte man den Sturz und sowas alles noch einstellen. Aber das habe ich noch gar nicht ausprobiert, das Tuning. Früher auf der PlayStation 4 habe ich nie ein Tuning gemacht. Dann bist du aber auch in der pro Strecke immer so 2 Sekunden langsamer pro Runde. Aber ich habe die Zeit nicht gehabt. Oh, ist sogar Nacht, oder? Oder Dämmerung? Nee, es wird gleich hell. Wird gleich hell. 20-fache Beschleunigung. Allrad. Na, dich holen wir aber gleich, du. Ja, super. War gar kein Bremspunkt. Jetzt wird's heller. So, jetzt kommt mein Turbo, Alter. Manfred fährt auch ein BMW. Oh, er hat das Getriebe besser, oder? 240. Vorsichtig beim Anbremsen. Boah. Es wird gleich heller. Vielleicht erst in der zweiten Runde. Hier ist die Ostkurve. Die nächste ist die Ostkurve. Erst die Schikane. Oh, ich sehe es gar nicht. Ah, geht. Das ist die Ostkurve. Boah. Ah, wer zieht hier vorbei? Der Manfred. So, Motodrom. Jetzt wird's heller. Oh, die ganzen Sprühflugzeuge. Ihren Kondensstreifen. So, Windschatten. Ja, hier jetzt rein. Boah.
Ja, ich bin auch zu früh rein. Da muss ich ihn vorbeilassen. Todesnudel, der Deutsche. Ja. Aber den hole ich mir noch. Also, der Manfred ist wirklich stark. Er sagt, er ist schon übermüdet, aber den Lenzer, den werde ich mir noch holen. Oh, wer ist hier hinter mir? Ah. Jawoll! Geil. Schönes Ding. Hab's nicht gesehen. Welchen Platz bist du? 5. Ganz hinten. Ja. Wir haben Top BMW-Land hier, Alter. Ach, hier geht's rein. Übel. Oh nein, 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 nein. Oh, das wird knapp. Muss ich wieder vorbeilassen. Schwerer Fahrfehler. Na, ich lasse beide vorbei. Ah, es wird... Ah, letzte Runde. Oh, gut, denn... Geht's hier um die Wurst. Ah, der Manfred ist so stark. Da haben wir alle keine Chance, ne? Nee, keine Chance. Schade mit meinem Fahrfehler. Aber jetzt komme ich wieder ran. Geile Rennen, aber... Naja, ich bin immer noch dran, aber da ist keine Chance mehr. Bisschen Traktionsprobleme. Licht hast du auch, ja? Ach, sieht man das, wenn das an- und ausmacht? Mir brennen die Lampen, Alter. Aber ich hab die geilste Farbe. Wer die schnellste Runde? Ja, hab ich jetzt gar nicht. 2:30. Ja, natürlich Manfred. Mit dem BMW. Und der hat ihn woanders getuned. 2:29. Toyota GT 86.
Ja, meine lieben Freunde, ich glaube, das war ja schon die dritte Folge heute. Projekt Cast 3 im Multiplayer mit meinem besten Freund. Ja, ist Schicht im Schacht jetzt, ne, Eloka? Ja. Ich glaube, dritte oder vierte Folge. Ja. War's laut, ja. Irgendwie so. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye, bye. Ciao mit V. Ja.